Damit herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf Pantera. Heute geht es um den Tigris Chiptuning. Los geht's! Enigma. Wenn ihr die Box bekommt, sieht die ungefähr so aus. Erstmal noch nicht spektakulär, aber das ändert sich relativ schnell, denn da ist das schöne Stück drin. Wir drehen es um, holen die Box raus und dann sieht die Box ungefähr so aus. Karton können wir gerade wegschmeißen. Wenn die Box offiziell angekommen ist, habt ihr hier vorne Pantera Tuning with Passion draufstehen. Premium Quality made in Germany. An der Seite Power Like a Tiger. Hinten habt ihr ein paar Informationen, die vielleicht für euch gar nicht so unwichtig sind. Und die wichtigste Information, unsere Adresse, falls ihr mal zum Kaffee trinken vorbeikommen wollt. Auf der anderen Seite Sprint Like a Cheetah und Raw Like a Lion ist unser offizieller Startschuss, die Box zu öffnen. Und da kommt das schöne Stück auch schon direkt her. So sieht es ungefähr aus, wenn es ankommt. Ich finde einfach nur mega schön. Und hinten habt ihr eine gewisse Information, die ihr gleich braucht, aber die zeige ich euch gleich. Wir legen erstmal das schöne Stück weg, nehmen die Schaumstoffe raus und mit dem Start-Button können wir einmal die Lasche ziehen und haben mega, mega wertvolle Informationen drin. Also als allererstes ein Sticker, damit euer Auto schöner aussieht, ein Geruchsspender, damit euer Auto besser riecht und eine kleine Anleitung, damit ihr eure App offiziell mit dem Produkt, was wir euch geschickt haben, verbinden könnt. Denn, jetzt kommt's, ihr habt auf der Rückseite einen kleinen QR-Code, den könnt ihr mit der App scannen und offiziell alle Informationen, die das Produkt an das Auto weitergibt und die Informationen, die das Auto an das Produkt weitergibt, habt ihr dann in der App drin und es ist alles safe. Zudem habt ihr noch ein paar Kabelbinder, denn ihr wollt natürlich ein gewisses Kabelmanagement in eurem Auto haben. Das soll nicht irgendwo rausschauen, sondern es soll geordnet, gut sortiert werden. Denn die Kabel sehen ungefähr so aus und die sollten gut verstaut werden. Ihr könnt es einfach rausnehmen, Plug and Play und dann geht es direkt los. Mehr dazu findet ihr gleich auch in den Anleitungen. Aber allererstes findet ihr noch ein sehr wichtiges Ding, ein Flyer. Falls ihr nämlich unser Produkt gut findet, werdet ihr hoffentlich auch irgendwann andere Produkte von uns gut finden. Und hier habt ihr die Möglichkeit, all unsere Produkte einmal komplett nachzuschauen. Wenn ihr den Flyer öffnet, werdet ihr merken, einige Informationen, einige Produkte, die euch sehr wahrscheinlich gut gefallen werden. Legen wir auch mal zur Seite, denn jetzt kommt noch was sehr Wichtiges, nämlich einmal die Anleitung, wie man offiziell die App verwendet. Ziemlich wichtig, solltet ihr gut bei euch behalten. Aber wenn ihr einmal die App gut verstanden habt, wegschmeißen. Dann habt ihr noch eine kleine Einbauanleitung. Die sieht ungefähr so aus. Einmal aufklappen und ihr seht, das sind insgesamt vielleicht zwei Seiten. Das erklärt schon selbst. Es ist ziemlich easy. Wenn ihr aber trotzdem Fragen habt, wie das funktionieren soll, gerne anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wir helfen euch sehr, sehr gerne dabei. Und falls euch dieses Video gefallen hat, gebt uns doch gerne ein Like und schreibt doch mal in den Kommentaren, wie für euch die Unboxing Experience war. Wie hat sich für euch das erste Mal angefühlt, als ihr die Box aufgemacht habt? Habt ihr euch gefreut? War das cool für euch? Schreibt es gerne hin. Es würde uns sehr freuen, das mal von euch zu hören. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal. Bis dann. Ciao.